Wir sind hier im Wirbelsäulenzentrum Hamburg-West in Hamburg-Rissen. Darf ein Arzt, ein Krankenhaus oder gar eine bestimmte Abteilung, so wie Sie sie führen, auch unter ethischen Gesichtspunkten überhaupt Marketing betreiben? Man betreibt es in dem Sinne nicht jetzt, dass man nach außen vorgeht. Es kommen Patienten, die mittlerweile über die Website uns gefunden haben, auch für ältere Menschen, die vielleicht auch noch mehr Zeit haben, wenn die berentet sind, die sich jedenfalls im Internet erkundigen und entsprechend da durchstöbern und sich Informationen ziehen. Und deswegen ist das zunehmend ein wichtiger Bereich, wo man Informationen natürlich vermittelt.